Bitcoin steigt über 62.000 US-Dollar nach Zinssenkung. Zum ersten Mal seit 4 Jahren hat die US-Notenbank den Leitzins gesenkt. Diese Entscheidung beeinflusst den Kryptomarkt. Die US-Notenbank senkte den Leitzins auf einen Korridor zwischen 4,75 und 5%. Der Kryptomarkt reagierte zunächst zögerlich auf die Zinsentscheidung. Mittlerweile zeigt sich jedoch eine positive Reaktion. Bitcoin notiert aktuell 3% im Plus und steht bei rund 62.100 US-Dollar. Ethereum und Solana legten ebenfalls zu. Ob Bitcoin den langanhaltenden Abwärtstrend brechen kann, bleibt abzuwarten. Geringere Zinsen könnten jedoch bullisch sein. Mit niedrigeren Zinsen steigt die Attraktivität von risikoreichen Assets wie Bitcoin. Im 4. Quartal sind normalerweise Kursgewinne zu erwarten. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.